Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zum Landwirtschaftssimulator 15 hier in Holzhausen mit meiner Wenigkeit, dem Bio und natürlich der S-Dragon, der gerade nicht im Bild ist. Ja, es kommt gerade wieder. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? 171.000. Das reicht immer noch nicht. Nein, ich habe gerade überlegt, wir brauchen 194. Also ich fehl noch 23. Das kriegen wir aber jetzt auch mit dem nicht mehr zusammen hier. Wird knapp mit 23, ja. Haben wir denn noch irgendwas, was man verkaufen kann? Irgendwie nö, ne? Wir haben ja kaum was. Ja. Ja, das ist ja eben. Mit Schneidwerkswagen. Ja, ja, den werden wir wahrscheinlich. Ich weiß nicht, also jetzt aktuell brauchen wir nicht, aber der bringt auch nur 2000, hast du gesagt, ne? 2,5, ja. Na, aber dann brauchen wir nur 21.000. Statt 23. Das ist alles nicht das Große. Ansonsten gibt es nichts mehr zum Verkaufen. Die Spritze, ja gut, aber die Spritze brauchen wir. Ist denn bei uns im Silo gar nichts mehr da drinne? Ne, doch. Dann verkauf doch das einfach jetzt. Du bist, die Karte ist nicht so groß, dass du jetzt Stunden unterwegs bist. Na, ich kann noch Gerste. Ja, verkauf das. Und Mais verkaufen, weil Kartoffeln, Zucker, Rübe, Taxi kann ich nicht aufladen. Ja, ja, na, verkauf das. Geld also ist Geld. Gerste und Mais. So, wo ist denn Gerste? Wo blieb denn Gerste? Aber bevor du denn losfährst, holst du mich hier nochmal ab, denn. Das geht ja nicht. Na doch, du holst mich da ab, dann bringst du es erstmal bei dir ins Silo rein und dann kannst du doch ein neues mitnehmen. Verstehst du, was ich meine? Bevor du jetzt zum Lager fährst und neues Zeug holst, Gerste ja, oder Mais, du kommen, holst ja du nochmal. Genau. Alles. Und schmeißt du dann einfach da ins Silo rinnen. Machen wir. So RLW tut bei Gerste am meisten zahlen. Dann hau mal ein Rohr raus. Bin schon dabei, ich hol mein Rohr raus. Naja, kann man jetzt ein bisschen Zeit noch sehen, ne? Das Rohr brauchst du jetzt nämlich nicht rausholen. Das hätte ich dir jetzt auch gar nicht rausgeholt, Ferkel. Will du eigentlich nicht rausholen, ganz ehrlich. Ja, ich hoffe, dass die Felder. Naja, aber. Sieht auch doof aussehen, wenn das jetzt so verdörrt, oder? Hast du diese Option eigentlich an, das hier? Verfallen? Ja, müsste an sein. Ich meine, du kannst das jetzt auch nochmal schnell verkaufen, bringt zwar auch nichts, aber. Nö, ach. Diese Straße hier übrigens, die führt auch zu unserem Hof, ja. Ach, echt, ja? Ja. Orientierung, Junge, Orientierung. Ja, ich komme ja nicht weg. Du hast dir ja die Karte schon angeguckt, ich nicht. Ja, warum nicht? Ich habe kein Fahrzeug. Wie, du hast kein Fahrzeug? Du sitzt da in einem Fahrzeug. Ja, na, mit der Krücke hier von 20 km/h brauche ich nicht irgendwie die Stadt erkunden. Erkunden? Das ist, also ganz echt, mit dem großen LKW, ne? Also ich will den irgendwann trotzdem haben, ne? Wenn der steht den MAN mit den riesigen Anhängern, ne? Naja. Ja. Ich glaube, es wird die Hölle, hier lang zu fahren damit irgendwo. Da musst du echt genau überlegen, wo du lang fährst, wohl vorher schon. Auf der PS4 habe ich den ja schon. Aber da habe ich ja schlau gespielt. Da habe ich mir, ich glaube, ich habe da irgendwie 15 Windturbinen oder sowas. Naja, ich weiß, hast du ja. Und seitdem habe ich keine Geldprobleme mehr und kann mir alles kaufen, was ich will. Und jetzt macht es aber keinen Spaß mehr. Weil jetzt hast du ja alles. Ja. Hast du alles. Naja. Ja, aber ich sowieso. Also, ich habe ja bei uns ja hier auf dem Kanal den Steam Link ja vorgestellt gehabt. Sogar den Steam Controller habe ich ja gezeigt. Und ganz ehrlich, seitdem ich den Steam Link zu Hause habe, staubt die PlayStation 4 und die Xbox One hier so dermaßen ein. Ich benutze die gar nicht mehr. Weiß ich nicht. Ich habe auf PlayStation und Xbox, ich habe sogar schon meine Mitgliedschaften alle gekündigt. So Xbox Gold hier und PlayStation 4 Plus. Also ich kann damit jetzt nicht mehr online spielen. Aber warum? Nur damit ich mal eine Runde Call of Duty spiele? Brauche ich nicht. Ich brauche mich nicht aufregen. Ich habe ein schwächelndes Herz, verstehst du? Wenn ich mich denn da aufrege, nee. Also auch das habe ich gekündigt schon, gibt's nicht mehr. Also, wie gesagt, ich habe, seitdem ich Steam Link habe, ich könnte eigentlich meine Konsole abschließen und die im Schrank räumen. Aber das Problem ist, da kommt ja immer mal noch so ein Exklusivspiel raus. Ja? Genau dieses Exklusivspiel möchtest du auch gerne mal spielen. Obwohl, ganz ehrlich, ich warte 1-2 Jahre und dann kommt sowieso für den PC raus. Ja. Das ist meistens, ja. Aber du würdest es ja auch gleich spielen. Also, du würdest ja dann nicht erst noch 1-2 Jahre warten. Meine Halo ist auch nie wirklich rausgekommen.
dem PC. Nee, Halo für den PC, der erste damals, glaube ich, ne? Der kam noch für den PC, glaube ich, oder nachher irgendwie nicht so richtig. Nee, Halo. Finde ich eigentlich schade, aber Halo fand ich eigentlich gar nicht. Ich habe den ersten noch ein bisschen gespielt gehabt, aber. Also ich habe diese Collection hier für die Xbox One, weiß nicht, also warum dieses Spiel damals so gefeiert wurde. Ohne dass ich jetzt hier irgendwem jetzt hier auf die Schuhe trete oder sowas. Das Missionsdesign, ja, von Halo, das ist so grottig von dem ersten gewesen. Ich bin jetzt, oder war, wo ich es noch gespielt hatte, in der Bibliothek gewesen. Mission heißt so direkt so in der Bibliothek, obwohl das hat überhaupt nicht an die Bibliothek erinnert. Aber gut, das ist ja alles Sci-Fi, da muss man sich auch wirklich mit auseinandersetzen. Ne? Man muss halt dieses Genre mögen. Und du bist praktisch gefühlt immer um Kreis gelaufen und immer wieder kamen neue Gegner wählen. Und dann bist du da lang gelaufen. Bis fast eine Stunde habe ich gebraucht, bis dann irgendwann mal so ein Raum kam, wo du denkst, hier warst du wohl noch nicht gewesen. Hallo? Also was ist das denn? Und ich bin aber nicht im Kreis gelaufen, weil du kannst ja, das ist ja ein Schlauchlevel, du kannst bloß in eine Richtung laufen. Ist ja nicht, früher gab es kein Open World oder sowas. Ja, genau. Und da verstehe ich nicht, warum Halo damals so abgöttisch geliebt wurde. Ja, Half-Life ist auch nicht anders, ist ja auch Hast du gehört mit Half-Life? Ich meine, wir unterhalten uns ja jetzt schon wieder über tausend andere Sachen. Half-Life bringt jetzt, also Steam hat oder Valve hat jetzt zugelassen, dass jetzt... es gab eine Mod schon seit ewig von Half-Life, dass man das Half-Life 1 jetzt, das Original, jetzt ja. In Koop zocken kann. Und das will Valve jetzt auf Steam jetzt veröffentlichen. Aha. Cool. Wollen wir nicht mal Half-Life irgendwann mal zocken? Ich habe das noch nie durchgespielt. Ich muss sagen, ich auch nicht. Den ersten, den zweiten damals habe ich noch durchgespielt. Den habe ich auch nicht durchgespielt. Ich habe die zwar alle da, aber ich habe das nie durchgespielt. Ich habe ja auch dieses Opposing Force und... Ja, Blue Shift, und, genau, ja. Mich interessiert beim ersten, also eigentlich eher, also was den ersten angeht, die, ja, Mod-Ding Black Mesa. Mhm. Weil das ist ja an sich Half-Life 1 nur auf der Source Engine gemacht, weißt du? Ja, ja. Und das interessiert mich dadurch halt, was es halt... Aber kostet 20 Euro, ne, weil das irgendwie... Ja, aber... Ich meine, es war jetzt im Steam-Sale, war es im Angebot gewesen für einen Zehner. Aber es ist grafisch halt ein bisschen was anderes, ne? Ja, aber das ist halt das Original. Hallo, das Original. Meine Counter-Strike, ganz ehrlich, damals, Version 1.6, Das hat Spaß gemacht. Alte so, fahr zu Getreidegang oder zum Güterbahnhof? Ich fahr zu Getreidegang. Oh, ich bin auch gleich voll, ja. Ja, ich fahr zu Getreidegang. Das ist ja dann auch gleich bei dir da, Getreidegang. Da fahre ich jetzt mit dem Mais hin. Das ist ein Slalomfahren hier, ey. Meine Güte. Wir haben es gleich geschafft. Und dann mache ich Schluss. Ich will kein Feld jetzt erstmal machen. Ich glaube, was er mit Easter Eggs meinen könnte, ja, sind so kleine Graffiti-artige Grafiken, die irgendwo teilweise dran sind. Ich habe sowas von Super Mario schon was gesehen und... Achso, meinst du? Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das mit Easter Eggs vielleicht mal. Was? Vielleicht. Wir sitzen mal nicht in einem Mähdrescher. Das ist ja der Wahnsinn. Läufst du auf dem Feld rum? Ja, ich bin voll. Ich hoffe, du meinst den Drescher und nicht dich selbst. Nein, ich bin selbst voll. Getreide, Werner. So, Werner, wo kann ich ihn hier abladen? Hier, schätze ich mal. Kurve. So, Werner. Hier, kriegst du. Bisschen Mais von uns. Sehr schön. Uns fehlen noch 12.000. Aha. Ja, besser als 23, oder? Hast du Gerste jetzt schon weg und. Gerste und ja, ist alles weg jetzt, was wir wegfahren können. Nur noch der Raps, den du jetzt hier hast, der ist noch drüben im Lager wiederum ist. Ich mach dich jetzt leer, fahr jetzt zum Lager zurück, hol das Rest aus dem Lager. Dann kommst du wieder her, damit dann komm ich wieder her, mach ich dich nochmal leer, dann geh ich verkaufen. Hoffentlich reicht das. Wird eng. Ja, das wird sehr eng. Wird eine enge Kiste, wie man immer so schön sagt. Saatgut bezahlen müssen. Ja, das außerdem, ja. Ja, müssen wir ins Minus gehen, meine Güte. Dispo-Kredit. Geht doch hier gar nicht, oder? Ey, bin mir sicher, Leute, was geht? Ich glaube, das geht hier nicht.
Ja, wenn du, guck mal, wenn du nicht ins Minus gehen könntest, dann wäre man ja handlungsunfähig in dem Moment. Wäre das Spiel zu Ende. Ja, und Let's Play gleich auch. Ach, recht gehabt. Nein. Ja, es ist schon alles sehr knapp hier. Und klar, wir könnten jetzt die ganzen Felder jetzt hier abwenden, außer die da wo Mais ist, das können wir natürlich nicht machen. Nee. Weil aktuell nichts dafür. Ich habe gesehen, jetzt auf 15 und 4 war noch Weizen drauf oder sowas. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe keinen Bock mehr. Ja, Weizen ist eher Raps, dann wir eher abernten. Ja. Warte mal, ich hab Bock mehr. Egal ob Weizen, Raps oder Gerste. Übrigens fällt 24, 18 und 6 sind bereits im dunkelgrünen Reifestadium. Echt, ja? Ja. Das sind sogar drei Felder mit Kraut entfernen. Also auf 25, 31 und 35. Und die sind alle mit Rüben. Alle drei mit Rüben. Ich hoffe, wir haben keine mehr. Wo haben wir denn noch Raps? Raps, das muss ich jetzt erkennen. Ach, zwei Felder sind noch mit Raps, 29 und 13. Was ist bei mir in der Nähe? 13. Ist in der Nähe. Wusstest du, dass Hahnmilch auch bei Fruchtsorten das Hahn bekommen hat? Hahnmilch. Auf Feld 2, auf Feld, was ist das, 32? Ne, 30, das Wiesenteil, ne? Mhm. Komplett Weizen drauf. Ich bin Monster. Boing! Ja, 25, 31, 35 ist Zuckerrüben. Da haben wir alles nicht. Da kann das Kraut entfernt werden. Und die drei, die hier schon dunkelgrün sind, also dunkelgrün reifen, das sind die drei Maisfelder. Okay. Also 24, 18 und 6 ist mit Mais und die sind schon im dunkelgrünen Reifestadium. Ja, also da war ich halt dann verrockt. Da habe ich ja eingeschaltet. Ne? Pflanzensterben ist an. Pflanzensterben ist an, ja. Pflanzensterben. So, ich habe jetzt 7500 Raps im Hänger. Das bringt gar nichts. Was? Das bringt gar nichts. Wahrscheinlich. Naja, Raps bringt ja ein bisschen was, aber wir bräuchten halt noch 12.000 und 12.000 wird es glaube ich nicht bringen. Nee, ich glaube nämlich auch nicht. Also du hast meistens immer so 10.000 gekriegt, wenn du bei 70-80% warst, wa? Ich bin bei 36%. Hä? Ich bin bei 36%. Wahnsinn, doch so viel. Du bist schon nach 13 gefahren, ja? Ja, ja. Natürlich. Komm ich. Was hast du da? Du hast hier Schild vom Kreisverkehr umgefahren. Ja, gleich Bede, an beiden Seiten. Ja, ja. Der ist immer so, wenn ich nicht mal ein Schneidwerk Hänger hier habe. Sag mal, ey. Ja, furchtbar, so muss ich arbeiten hier. Ich hätte die ganzen Schilder über den Haufen. Ich hätte ihn ja noch hinschieben können, was hältst du denn davon? Hey, gut gefunden. Wie voll bist du? 47% gerade mal. Verhökern. Hä? Geh ich verhökern. Nee, noch nicht. Oh. Ja, den hättest du ruhig das hier mitnehmen können. Es fehlen noch 3.500, sagen wir mal. Wir haben 191,5 und hätten wir nämlich noch einen 1000er Puffer. Ja, geht so schnell weg, wenn du das dann nämlich noch den... füllen, ja. Ja. Ist da hinten am Ende vom Feld. Dumm di du du dumm. Sing mal was hier für uns. Nein. Was gibt's denn noch so spannendes? Du willst doch unsere Zuschauer bestimmt noch ein bisschen behalten, oder? Holt ihr euch denn den neuen Landwirt? Mal eine Frage einfach mal so an euch. Also interessieren würde er mich schon, weil ich finde halt, dass der Landwirt einfach mal doch ein bisschen anders ist als der Landwirtschaftssimulator. Aber wenn der natürlich jetzt wieder mit der gleichen Engine daherkommt, dann... Was zu vermuten ist.
glaube ich wahrscheinlich eher nicht. Also wenn das die gleiche Engine wie von, sag schon, Rohr raus, bitte. Farmexperte ist. Aber ich habe letztens den Ice Dragon das schon mal gesagt gehabt und ich glaube in einem anderen Let's Play, war das hier schon beim Landwirtschaftssimulator, wo wir uns über Ravenscourt unterhalten hatten? Och, das kann ich dir gerade gar nicht sagen. Das weiß ich nämlich auch nicht mehr. Auf jeden Fall, doch, sagt mir. Bestimmt bei Citiconomy hat mir das ja angesprochen gehabt. Ja, auf jeden Fall. Farmexperte ist ja vom Ravenscourt, das ist ja gemacht und published wurde es ja von Koch Media. Und ich habe jetzt wieder ein Spiel gefunden, was ich bei mir in der Steam-Bibliothek drin hatte, weil ich bin auf der Suche nach einer bestimmten Simulation. Okay? Und dachte mir so, ach, hast du es ja drin, guckst du dir das doch einfach mal an und entscheidest eventuell, ob du nicht das Nachfolgerspiel davon dann praktisch kaufst, um das halt ein bisschen up-to-date zu sein. Und habe das Spiel installiert und prompt kriege ich gleich wieder eine Fehlermeldung, das Spiel funktioniert nicht. Gehst du dann bei Steam in der Steam-Community rein, guckst du mal nach, ob es da irgendwie schon irgendwelche Methoden gibt, das Spiel zu patchen. Alle anderen können es spielen, haben das selber Problem. Richtig, es kann keiner spielen. Also, was sagt mir das wieder über Ravenscourt? Gibt es eigentlich nichts zu sagen, oder? Ohne Worte, einfach nur ohne Worte. So, wie viel brauchst du jetzt noch? Nichts. Bist du fertig? Es reicht. Wahnsinn. Ich will einfach mal sagen, das gucken wir uns dann einfach in der nächsten Folge an. Denn die Folge ist schon wieder zu Ende. Also nächste Folge heißt es Shopping gehen und Bio kriegt seinen eigenen Traktor. Achso, für den kleinen Traktor reicht's nicht. Ja, du behältst ja deinen, oder? Ich krieg ja wohl jetzt einen Traktor ab jetzt, hallo? Achso, naja, wir wollten den selben Traktor kaufen, ja. Ja, aber du hast ja noch deinen Traktor und den krieg ich. Was, das ist mein Traktor? Ist das mein Traktor? Das ist kein Traktor, das ist eine Katastrophe. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann gucken wir uns mal in der nächsten Folge einfach mal hier die ganze Gegend an. Sagen Dankeschön fürs Zugucken. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.